Vorausbestimmung. Ich möchte heute über unsere Vorausbestimmung sprechen. Und ich denke, jeder Mensch hat mal nachgedacht, wozu ist er in dieser Welt? Was ist seine Vorausbestimmung? Wahrscheinlich nicht nur um Essen, Trinken, Arbeiten, Schlafen und mal sterben. Nein, es gibt eine höhere Vorausbestimmung, die Gott für jeden Menschen schon vorgesehen hat. Und ich denke, es ist wichtig, was mal ein Freund von Hiob sagte zu ihm, Eliphas von Teman. Er sagte in Hiob 5, Vers 7, der Mensch wird zur Mühsal geboren, wie die Funken des Feuers emporfliegen. Ja, wenn man sieht das Leben Jesu, er ist auch geboren, zu leben, aber mal zu sterben und auferstehen, um eigentlich diese schwere Zeit auch durchzuleben, um uns befreien, um uns von unseren Sünden zu befreien. Aber auch viele Nöte, viele Mühsal, viele Drangsal im Leben der Menschen führen sie auch näher zu Gott oder bringen sie in Gedanken, dass sie alles neu überlegen. Ich kenne zum Beispiel dieses Buch, Das Geheimnis eines fröhlichen Herzens von Charles Naylor. Der Mann ist, glaube ich, 25 Jahre, also gestürzt an einem Baum und dann musste er den Rest seines Lebens liegen im Bett. Ein talentierter Prediger, ein Mann, der Lieder gedichtet hat und er brauchte einige Zeit, bis er jetzt als jemand, der im Bett liegt, bis er wieder zu sich gefunden hat, bis er dann dieses Buch geschrieben hat, ein Geheimnis eines fröhlichen Herzens. Also diese Mühsal, diese Krankheit hat ihn auch dazu geführt. Manche Leute aber, die haben ihre Mühsal und die pflegen sie irgendwie, die bemitleiden sich selber, die lecken ihre Wunden, die denken immer wieder an das, was, wie schwer es mir ist und so weiter. Aber unsere Mühsal wird uns nicht retten. Uns rettet nur das Blut Jesu Christi. Der zweite Teil von diesem Vers ist vielleicht noch wichtiger, wo er sagt hier, also der Mensch wird zur Mühsal geboren, wie die Funken des Feuers emporfliegen. Eigentlich, dass durch diese Mühsal wir, wie diese Funken, emporfliegen zu Gott und ihn verstehen, was er so von uns alles haben will. Und dabei ist es mir auch wichtig, was die Bibel dazu sagt. Wir lesen zum Beispiel, wie Apostel Paulus in Epheser 4 schreibt, vom 11. Vers. Und er selbst gab den Heiligen, die einen als Apostel, andere als Propheten, andere als Evangelisten, andere als Hirten und Lehrer, damit die Heiligen zugerüstet werden zum Werk des Dienstes. Dadurch soll der Leib Christi erbaut werden, bis wir alle hinanlangen zur Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes, zum vollendeten Menschen, zum vollen Maß der Fülle Christi, damit wir nicht mehr unmündig seien und uns von jedem Wind der Lehre bewegen und umhertreiben lassen durch die trügerische Würfel der Menschen, mit dem sie uns arglistig verführen. Und hier ist es etwas Besonderes, also wir sollen zu einem vollendeten Menschen, zu voller Reife Christi gelangen. Ja, das ist jetzt etwas Besonderes, was das Wort auch will. Also, dass wir reife Christen werden. Und diese christliche Reife ist was Besonderes und auch Wichtiges. Das ist unsere Vorausbestimmung. Das ist das Ziel unseres Lebens. Die christliche Reife zu erreichen. Wie kann man sie erreichen? Im Prozess, während wir leben, während wir gute Werke tun, während wir Gott dienen, während wir uns Gott widmen. Auch in Epheser sagt Apostel Paulus in Vers 10, Kapitel 2, sagt er, denn wir sind seine Schöpfung, erschaffen in Christus Jesus zu guten Werken. Wir sind zu guten Werken geschaffen, doch nicht die guten Werke retten uns. Uns rettet nur die Gnade Gottes. Und während wir die guten Werke tun, werden wir auch reif. Werden wir für das eine oder andere Werk reif und können dann das tun, was der Herr von uns will.
Wir sehen auch diese christliche Reife, die hat zu tun, dass unser Charakter sich verändert. Wenn wir gerade so zum Pfingsten betrachten, wie Petrus sie geändert hat, seine Rede zu Pfingsten, das war eine mächtige Rede, da erkennt man gar nicht diesen Petrus, weil er durch die Gnade Gottes, durch den Geist Gottes war so verändert. Und die Menschen, die es zugehört haben, die waren so fasziniert. Sie haben gesagt, was sollen wir tun, dass wir auch diese Kraft des Heiligen Geistes bekommen? Und er sagt ihnen also, ihr müsst Buße tun, zu Vergebung eurer Sünden, taufen euch lassen und dann werdet ihr auch die Kraft des Heiligen Geistes bekommen. Also uns zu verändern. Eigentlich zu Rema schreibt Paulus noch mehr. Er sagt eigentlich noch ein vielleicht so greifbareres Ziel, weil Reife Christi, die kann man jetzt ja, in vielen Seiten auch sehen und erklären. Aber hier in Römer 8, 29 sagt er dann weiter, denn die er zuvor ersehen hat, die hat er auch vorherbestimmt, dem Ebenbild seines Sohnes gleichgestaltet zu werden, damit er der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern. Also zum Ebenbild seines Sohnes. Ich habe schon viele Leute gesehen, auch mit vielen gesprochen, gerade über diese geistlichen Themen. Aber wenn es geht um Ebenbild seines Sohnes, da war keiner, der auch sich vielleicht so auch gut gesehen hat. Dieses hat er nicht in den Mund genommen, dass er zum Ebenbild seines Sohnes schon rangekommen ist, weil diese Höhe, die bleibt uns wirklich bis zum Ende und ist auch was Schönes, dass wir immer haben, uns so zu verbessern und wachsen. Also, unsere Vorausbestimmung ist diese Reife Christi. Eigentlich, dass wir wachsen zu diesem Manne, auf den sich der Herr auch voll verlassen kann, der nicht mehr von dem Wind der Lehre, von dem, was die Menschen hin und her reden, also so beeinflusst ist, aber er ist geweiht Gott, er ist gegründet in ihm und er kann auch den Willen Gottes ausleben, ohne jetzt dafür gelobt oder geschimpft zu werden, einfach das tun, was der Herr von dir will und dabei also in Gott bleiben, die Ruhe bewahren, den Frieden Gottes bewahren und so in dieser Reife Christi leben. Es hat gesprochen Waldemar Ilk von der Gemeinde Gottes Heilbronn.